Du hast ein besonderes Fahrzeug und möchtest deine Geschichte auf unserem Kanal erzählen? Mache einen Termin mit uns und komm vorbei. Wenn man technikaffin ist ein bisschen und was lernen will, ist ein Oldtimer, ich sehe jetzt nicht unbedingt Zweier Golf, Dreier Golf, das sind alles alte Autos, sind alle 30 Jahre alt, viele reden von Oldtimer, für mich stellt das kein Oldtimer dar. Aber das liegt immer an dem Punkt, wo du sagst, okay, du hast vor 25 Jahren gestartet, wo dich das interessiert hat, da war das noch anders. Da gab es noch keinen 5er Golf und es ist halt schwierig, die Blickweise ändert sich nicht, auch wenn man älter wird. Aber man kann mit einem Dreier Golf oder einem Zweier Golf überschaubar bauen. Es gibt alle Teile. Das ist nicht so uralt, dass man keine Teile dafür bekommt. Man bekommt alle Verschleißteile. Und hat am Ende was selber mit seinen Händen geschaffen, wo man sagt, das ist cool. Oder wenn man, ich sag mal, in meinem Fall, wenn man sagt, man baut es um, ist es ja immer noch was Eigenes. Also für mich ist der Anspruch halt immer, dass ich möchte nichts von der Stange haben. Das ist irgendwie nicht, dass ich das nicht will, sondern das gibt es in meinem Kopf gar nicht. Also es ist immer so, dass ich sage, das muss selber gebaut sein, ansonsten ergibt es keinen Sinn. Irgendwo was von der Stange kann ich nicht fahren. Und ja. Ich habe schon früher exzessiv Moped gebaut. Und habe dann angefangen, Auto zu fahren. Und viele Freunde haben sich damals ein aufgebautes Auto gekauft. Und ich wollte das überhaupt nicht. Also für mich war das so weit weg. Ich wollte weiter Motocross fahren und Moped fahren. Mein Auto war für mich reines Fortbewegungsmittel. Und bin wie die Jungfrau zum Kind zu meinem Zweier Golf gekommen. Wollte eigentlich einen Astra kaufen, einen F-Astra kaufen und habe beim Opel-Händler mir einen Zweier Golf gekauft. Da hat das Budget gepasst, das, was Mama und Oma bezahlen wollten. Da war im Vergleich zu allen anderen alt und günstig. Und ja, da hatte ich einen Zweier Golf gehabt. Und da war es ja so, dass der war eins von den letzten Modellen und die ersten Modelle waren ja damals halt schon 20 Jahre alt. Man sagt, da gab es gut Teile dafür. Und da habe ich angefangen umzubauen. Wie das so richtig kam, weiß ich nicht. Die Emotionen zum Auto, es war halt immer eher es Basteln, was im Vordergrund stand. Also das ursprüngliche Auto, das ist mittlerweile nicht mehr die Karosse, die es mal war. Wenn man jemand der Vorfahrt genommen hat, habe ich mal einen Karossenwechsel durchgeführt. Aber ansonsten ist das, bezeichne ich immer noch als mein erstes Auto. Also es ist immer noch die Rahmennummer von damals und das ist für mich das, wo ich sage, das ist mein Auto. Ja, und will ich auch nicht verkaufen, auch wenn ich viele Jahre manchmal kaum damit gefahren bin. Ich glaube, über das Auto könnte ich die eine oder andere Woche durchgängig reden, ohne zu schlafen. Aber wenn man das zusammenfassen will, ist es im Grunde genommen mein erstes Auto gewesen. Ich habe den vier Jahre lang, Sommer wie Winter, bewegt. Dann habe ich ihn das erste Mal umgebaut, habe das erste Mal lackiert, meinen ersten Turbomotor selber gebaut. Damals ein 16V Turbo. Bin das Ganze zweieinhalb Jahre gefahren, habe ihn dann weiß lackiert, denselben Turbomotor noch drin gehabt, nur in Farbe weiß, weil damals haben alle gesagt, nein, du kannst das Auto nicht weiß lackieren, wie soll denn das aussehen, um Gottes Willen. Also bevor weiß mal Mode war, wollte ich das schon und habe mir es von Freunden ausreden lassen und habe dann irgendwann gesagt, nichts ist, das Auto wird weiß gemacht, ich baue das so, wie ich das will und gut. Dann hat mir jemand der Vorfahrt genommen, dann war das Auto Schrott. Ich habe von einem Freund, der einen Zweier Golf mit Weber bauen wollte, eine Karosse bekommen in einem sehr guten Zustand mit 60.000 Kilometer. Habe alles da reingebaut, habe von dem Unfall bis zum ersten VW-Treffen in 31 Tagen
das Auto treffend fertig gehabt, von kaputt umgebaut in eine andere Karosse. Habe dann im darauffolgenden Winter das Auto wieder weiß lackiert. Und das ist in groben Zügen so, wie jetzt noch ist. Immer mal Front umgebaut. Ich habe damals 2010 den Motor gebaut. Das ist auch was Seltenes. Das hat Audi mal im Turmwagen gehabt, so gefahren. Das ist vom Audi V8, vom 3,6 Liter. Von der rechten Bank der Kopf und noch ein bisschen anderes Zeug umgebaut. Halt wieder ein 16V Turbo, nur mit anderen Kopf. Habe mal noch einen neuen Turbo gebaut. Aber im Großen und Ganzen ist das Auto dann immer so geblieben. Seitdem es weiß war, in der Saison 2009, ist es dann so geblieben. In verschiedenen Ausbaustufen, Motor, Felgen, Fahrwerk, Innenausstattung. Also Felgen haben sich manchmal von einem Treffen zum anderen 4, 5, 6 Mal im Jahr gedreht. Und Innenausstattung eigentlich jedes Jahr eine andere. Seit 7 Jahren. Dass da immer mal eine andere drin ist, aber im Großen und Ganzen ist das Auto so geblieben. Nicht viel zu erzählen. Wie gesagt, das ist schon 7, 8 Mal in irgendwelchen Zeitungen gewesen. Da, wie gesagt, kann man sich so lange drüber unterhalten. Vor allen Dingen ist es halt gerade, wenn man sowas emotional sieht, das Auto, was man am längsten hat, ist am längsten die Baugeschichten so lange wie möglich her. Da hat man zu wenig Emotionen noch vom Bauen, die man mitbringen kann, ist es sowieso schwierig, drüber zu sprechen. Da irgendwo Emotionen oder irgendwas zu werden, was am Auto mehr wert ist oder weniger. Das ist halt immer das, was man gerade frisch gebaut hat, jetzt emotional viel näher dran und da kann man mehr und besser davon sprechen. Mein Lehrling hat den Fast and Furious Lander aufgebaut und ich hatte ihm den Spoiler organisiert. Und der Deal war so, dass wenn er ihn irgendwann nicht mehr braucht, dass ich den bekommen kann. Und das war dann soweit. Perspektivisch war der Passat, den ich hatte, den wollte ich nicht mehr im Alltag fahren, weil er für die Kurzstrecke einfach zu viel Benzin gebraucht hat. Und ich war auf der Suche nach Golf 3, Passat, Vento in 90 PS. Das war für mich der Knackpunkt. Ich wollte einen 1,98 PS haben. Durch den Spoiler war es festgenagelt auf Vento, weil ich sage, okay, Spoiler dran, lackieren und gut. Und habe halt ja auf dem Weg zum Wochenende in Winterurlaub, hat meine kleine Schwester bei Kleinanzeigen mir das vorgelesen, hat mir 3 Bilder gezeigt und hat für mich angerufen. Und dann habe ich einen guten Freund, der Tommy, der hat dann hinter Leipzig 120 Kilometer Landstraße das Auto aus der Garage gezogen, was schon ja, 11 Jahre stand und 10 Jahre davon noch angemeldet war ohne TÜV. Dann hatte ich einen 90 PS Vento und einen Spoiler und dann, der Rest hat sich dann so aus Versehen ergeben, ein Winterauto bauen. Das im Hinterkopf gehabt, ich hatte mal einen Passat geschlachtet mit breiten Rädern und habe gesagt, da ja ein bisschen knusprig war, ich sage, okay, wenn dann mit breiten Rädern. Und habe gesucht, habe die KW-Turboräder gefunden in 10x hinten, also 10x17 hinten. Und alle haben gesagt, es geht nicht. Das kann man nicht machen und das ging schon damals nicht und das wird nicht funktionieren. Und da habe ich gesagt, okay, KW-Turbo, habe einen zweiten Satz, also 2 Zehner, einen ganzen Satz 8,5er von vorn. Und habe dann gesagt, okay, die Räder. Dann habe ich gesagt, brauche ich breitere Radläufe. Der MBL Fender hatte damals angefangen, welche von Dreier Golf zu machen. Den hatte ich angeschrieben, hat gesagt, er hat das Projekt nicht weiter verfolgt. Es wird mindestens noch ein Jahr dauern. Er hat mittlerweile immer noch keine im Angebot, also hat das Projekt nicht weiter verfolgt. Radläufe, die einigermaßen an den Originalstoßstangen passen, kam dann bloß Rieger. Und Rieger, da gab es für 30 Euro bei Kleinanzeigen einen Satz neuer. Und dann hat jemand in 3er Cabrio geschlachtet, da waren die Schweller übrig. Die waren bei einer Firma in Berlin, glaube ich, waren die abzugeben. Die Motorhaube hat mir ein Freund aus Thüringen mitgebracht. Die war schon angefangen umzubauen, weil meine rostig war einfach. Ja, Scheinwerfer waren drin, Stoßstange war dran. Ja, ich habe außenrum erstmal im Grunde genommen ein bisschen geklemmt. Da war schon mal geklemmt, also das Auto war schon ein bisschen Tuning. Da war schon mal geklemmt, also Schweller waren in Ordnung. Dann Golf 3 Probleme Unterboden, da war ein bisschen was zu machen. Das war klar, aber nichts Schlimmes, sage ich mal. Und dann auch wieder über meinen ehemaligen Lehrling, von dem ein Freund, der hatte ein Winterauto, da waren halt Recaro drin.
Bevor ich das Auto gesehen hatte, auf dem Rückweg von dem Winterurlaub, hatte ich mir schon eine Recaro-Ausstattung aus Regensburg mitgebracht, weil ich vom Österreich da durchgefahren war. Und hatte dann noch Recaro SR dazu bekommen und hatte dann die Qual der Wahl. Ich hatte alles, aber nichts richtig. Und da ich den Stoff, den roten Karo-Stoff vom Sportline Cabrio, eine Rolle liegen hatte, habe ich mich dann dafür entschieden, habe einen Golf 3 zum Schlachten gekauft, Rücksitzbank umgebaut, mit dem Stoff, also Originalstoff außenrum, Sitzbahn getauscht und habe, wie sagen wir, die Passat-Konsolen, wusste ich, dass es die gibt und habe alles auf die Passat-Konsolen aufbauen wollen, weil mir die Adapterkonsolen nicht gefallen haben, beziehungsweise waren die damals schon sehr teuer. Ich hatte einen Recaro-Sitz, der war relativ günstig, aber wo ich sage, ich gebe nicht noch 400 Euro aus, um ein paar Konsolen drunter zu bauen. Und wenn ich das Auto von außen anschaue, sieht es aus, wie als wenn jemand Konsolen reingebaut hat, die fürchterlich aussehen. Also wollte ich Originalkonsolen haben und habe das dann halt auf Passat-Konsolen umgebaut und die dann so zurecht gemacht, dass es aussieht wie ein Recaro SR, der schon immer im Golf 3 bzw. im Vento war. So war der Plan und dann viele, viele tolle Sachen gab es bei Wish, was es nie irgendwo bei Momo oder so zu kaufen gab. Pedale oder Handbremsgriff, man muss den Handbremsgriff zwar 5 Stunden umbauen, aber er sieht am Ende cool aus mit einem gefrästen, rot eloxierten Griff. Das sind Sachen, die man halt einfach günstig haben kann teilweise, wo ich sage, mir ist es egal, ob auf dem Zusatzinstrument VDO draufsteht oder gar nichts. Es funktionieren beide und es kostet einfach nur einen Bruchteil. Deshalb ist das eher so, ja, Low Budget kann man nicht ganz sagen, aber sinnvoll gebaut, sag ich mal so. Nicht versucht, so viel wie möglich Geld zu verblasen, weil es ist, wie gesagt, am Ende trotz alledem nur ein Alltagsauto. Und dafür ist es ganz gut gewesen. Lehrling damals, dann hat er wie gesagt ein Fast and Furious Vento aufgebaut, hat sich dann mit dem Thema Folierung auseinandergesetzt, weil es vieles nicht gab. Und er hat sich nichts anfertigen lassen, sondern hat sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, hat sich, ich glaube, für 37 Euro im Lidl einen Plotter gekauft. Da kommt, glaube ich, 25 cm breit, das sind viele Sachen auf 25 cm begrenzt in der Größe, aus mehreren Teilen gebaut oder halt, wo die Buchstaben einzeln ausgeplottert sind. Und dann haben wir mit, das ist auch keine Carwarping-Folie, sondern das ist alles Schaufensterfolie oder so. Also alles günstige Folie, die auch nicht so richtig um die Ecke will. Aber wo? Und nach Vorstellung ist das dann gewachsen. Da haben wir immer mal rangeklebt und weitergemacht und dann immer probiert. Da sind auch viele Aufkleber übrig geblieben, die von der Größe nicht gepasst haben. Oder was halt, die Schriftart passt nicht. Oder was halt. Das war für ihn auch eine riesengroße Entwicklung, das einfach zu versuchen. Weil wenn man das für Kundschaft macht, hat die Kundschaft immer in Anspruch. Sie haben ein Bild, so muss es aussehen. Und bei mir war es halt so, ich hatte mir zwar mit Buntstift das auf dem A4-Blatt gemalt, wie es mal aussehen soll, aber vom Blatt ins Echt ist immer noch ein Riesenunterschied. Und haben halt viele Aufkleber dann gebaut, in der Größe skaliert, solange bis es passt. Viele Sachen erst gebaut, also gerade Hartmann Motorsport oder so, da gibt es keine Vektorgrafik bei Google zu finden. Oder anderes Zeug wie Electronic Arts oder so, wo ich sagte, ich muss baujahrgerecht sein. 92, da war nichts IEEE Games, da war es Electronic Arts und andere alte Tuning-Hersteller in Anführungsstrichen. Und dann habe ich mich erinnert, früher zum Beispiel sind die alle rumgefahren mit ihrem E30, wo wir noch klein waren und hatten vorne hier Vodafone Mannesmann oder nur ein Mannesmann Sonnenblendenaufkleber und das wollte ich unbedingt. Die waren zwar damals viel blau, ich habe es halt passend zum Auto gemacht, das war so eine Sache, die war für mich gesetzt. Dieser Mannesmann-Aufkleber, den musste ich unbedingt haben. Da musste ran. Ja, und der Rest hat sich so ergeben. Dachnummer wollte ich haben, weil das haben sie beim Nesca. Beim Nesca haben sie es immer aber von rechts lesbar, weil die ja nur im Kreis fahren und die Zuschauer nur rechts sitzen. Und ich habe das dann eher, wie es bei der Polizei bei den Amis ist, halt von oben eine große Dachnummer und dann auf den Spoiler hinten ein Modul noch drauf. Ja, weil ich es cool fand. Und dann viele, also nur Hersteller, wo ich sage, die Sachen habe ich auch im Auto verbaut. Also Bosch, ja gerade KS von der Kolben-Schmidt, kennt keiner, aber jeder Volkswagen-Kolben in dem Serienmotor ist von Kolben-Schmidt. Also. Und dann halt, ja, schwarze Rücklichter, das
jetzt noch für ein Depot und gehen übers Teuer in Hellas, weil man die für unter 40 Euro mit nach Hause bringen haben kann. Volkswagen Customer Racing, was auf dem Spoiler hinten steht, ist Time Attack, die Rundstrecke fahren. So viele, die Autos selber bauen, Rundstrecke fahren. Audi zum Beispiel tut da viel dran investieren, weil viele Leute da Sachen erfinden, die irgendwo wo im Rennsport niemand dran denkt. Und Audi tut das unterstützen. Und von Audi gibt es Audi Customer Racing, die wirklich für Privatteams, die Rundstrecke fahren, Slalomrennen fahren oder so, ein bisschen Know-how machen. Und da gibt es Aufkleber und das hat mir halt gefallen. Und deswegen wollte ich das hinten haben. Nicht VW Motorsport, weil VW Motorsport im Grunde genommen schon beim Golf 3 auf dem absterbenden Ast war. Und deswegen das Customer Racing Logo. Auf die Idee kommt, Traktor zu tun. Wir haben uns zu einem Geburtstag darüber unterhalten, dass es doch möglich ist, einen Geräteträger aus Schönebeck tiefer zu legen, weil der einfach Endvorgelege hat, die beweglich sind, weil es original auch gedacht ist, dass man den in zwei verschiedenen Höhen fahren kann. Haben zu dem Geburtstag dort bei 3 Flaschen Bier eine halbe Stunde darüber rezitiert, wie das zu machen ist und was die Probleme sind, die Probleme im Groben abgehandelt und wie die zu lösen sind. Also waren wir im Gesamtheit schon zu einer vernünftigen Gesamtlösung gekommen. Und das hat mein Freund, mit dem ich das besprochen habe, seinen Vater erzählt. Und der hatte noch so einen Traktor übrig, der im Garten schon eingemoost stand. Und dann ging das eigentlich ziemlich fix los. Und dann haben wir erst Räder gebaut. Wir haben auch so einen Traktor an dem Serientraktor probiert, wie sehr man die verbreitern kann, um das nicht breiter wie 2,50 Meter zu bauen. Und dann ist im Grunde genommen viel erst beim Bauen passiert. Es war niemand, der sowas schon gemacht hatte. Und ich glaube, der Sven, mit dem ich das gebaut habe, der Einzige ist, mit dem ich sowas bauen könnte, der technisch so weit ist, das zu begreifen. Der hat mich immer wieder von meinem Perfektionismus ein bisschen zurückgeholt. Und umgedreht waren viel Hirngespinste, die man noch rangebaut hat, die kein Mensch einen Traktor braucht. Und da hat sich das sehr gut ergänzt. Und da haben wir einfach angefangen mit Räder bauen, haben dann den Traktor zurecht gemacht und angefangen zu bauen. Ja. Genau, also es war so, dass wir Räder gesucht haben und Räder gab es in der Zollgröße nur unwesentlich größer. Und wenn man sowas braucht, brauchen wir richtig dicke Räder. Und richtig dicke Traktorräder kosten richtig viel Geld. Da kann man gleich mal 5.000 Euro für 2 Reifen ausgeben, ohne dass man eine Felge dafür hat. Dann habe ich nach Felgen gesucht, dann gab es aber nichts Eloquentes, weil ich sagte, nichts Vernünftiges, was meinem Kopf entsprach, was breit genug gewesen wäre. Uns lag unwahrscheinlich weit weg. Also war das dann schon gesetzt, dass man sagt, okay, wir müssen die Felgen selber bauen. Dann sind wir wieder in der DDR-Schiene geblieben, weil diese runden Löcher von den Felgen, jeder, der einen DDR-Traktor kennt, diese Formulus war damals ein weit verbreiteter Traktor. Da hat halt nur die Zollgröße gepasst, ansonsten nichts. Ein Lochkreis geändert und die Felgen alle dann, das hat man ausgemessen am Serientraktor, 42 cm verbreitert. Den Reifen gab es geschenkt in Erfurt. Und auf Basis dessen haben wir dann die Räder zurecht gemacht, dass es ranging und ja, viel anderes Zeug verstärkt erstmal, dass es hält, weil der Traktor allgemein aus Aluminium ist, also Getriebe und Vorgelege und so weiter. Ist aus Aluminium, ist nur der Träger vorne aus Eisen, ist ein sehr leichter Traktor, der wiegt bis 1,5 Tonnen. Die kann man auch bequem auf dem Autohänger aufladen.
Und Räder und Tieferlegung war klar, dann haben wir die Abstützung gebaut, dass sozusagen die Vorgelege, also man muss sich das so vorstellen, im Normalfall bei einem Traktor kommt aus dem Getriebe, hüben und drüben, das Endgelege raus und da ist einfach außen das Rad drauf. Und hier ist es so, dass die Welle mit einer höheren Drehzahl rauskommt, ähnlich wie bei einem Auto mit Kardanwelle, zur Hinterachse und an dem Differential wird nochmal Übersetzung gemacht. Und hier ist es so, dass es wie ein Arm ist, hier kommt es aus dem Traktor raus und hier sind noch vier Radsätze drin, die das langsamer machen und das kann man verdrehen. Und das haben wir haben den Traktor tiefer gelegt, also der ist fast 30 cm tiefer, obwohl die Räder jetzt hinten einen halben Meter größer sind als die Serienräder, die dran waren. Ja, und dann, wie gesagt, Fangrahmen hatten wir einen Original, den wollten wir umbauen. Da hatten wir aber so viel umbauen müssen, also haben wir gesagt, wir bauen einfach selbst ein. Schutzbleche mussten wir sowieso selber bauen. Haben uns halt sehr am Original orientiert, dass es am Ende immer noch aussieht, wenn man zwei Traktoren, zwei Geräteträger nebeneinander stellt, dass man sagt, man erkennt immer noch zu 100% den Traktor, obwohl er halt komplett selber gebaut ist. Dach, Fangrahmen, Gitter, Kotflügel, es ist nichts, was irgendwie gepasst hat. Die Windschutzscheibe, die drin ist, ist geändert hüben und drüben. Das ist das Einzige, glaube ich, was von dem ganzen Aufbau oberhalb der Achse von dem Serientraktor übernommen worden ist. Lenkrad ist von einem Holzlenkrad aus einem alten H6. Holzlenkräder sind auch unwahrscheinlich teuer. Hat halt irgendjemand eins rumliegen gehabt in der Garage und hat es für 50 Euro bei Kleinanzeigen verkauft. Und die haben es dann halt einfach umgebaut. Hatten von einem anderen Traktor, von einem abgebrannten Traktor ein Lenkrad, haben den Adapter abgeschnitten, haben das angeschweißt und jede Kleinigkeit ist eine abendfüllende Aufgabe für zwei Mann gewesen. Genau, die Bombe unten dran ist ein Drucklufttank. Wir wollten große Drucklufthuben haben. Das Problem ist, der Traktor hat im Vergleich zu modernen Traktoren keine Luftanlage. Hat im Grunde für das Ding gar keine Luft. Es gab aber original zu den Traktoren gab es Zapfenkompressoren. Da wo Anbaugeräte ran sind, konnte man den Kompressor ranmachen und konnte auf dem Feld aufpumpen oder so. Es war nur, um sich selbst weiter zu helfen, war der Kompressor gedacht. Da bei uns in den 60er Jahren viele im Dorf solche Traktoren gekauft haben, waren auch solche Kompressoren da. Also haben wir den Kompressor angebaut und brauchen ja aber dann für eine Drucklufthube einen Drucklufttank. Da haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen geprüften Drucklufttank, wo wir sagen, das hält auf jeden Fall. Da ist der Wall auf eine Gasflasche gekommen, die werden mit 250 Bar geprüft. Wie gesagt, die ist auch in 50 Jahren nicht durchgerostet. Das können wir vertreten, die war von der Form vorne gut, um es als Bombe umzubauen. Das Bombenthema stand aus welchem Grund auch immer schon fest. Da gab es irgendwo, haben wir im Internet ein Bild gefunden von einer grünen Bombe, die jemand lackiert hat als Drucklufttank und das musste das so werden. Die Nase vorne ist ein Überdruck von einem Kompressor, dass man einfach sagt, okay, der Drucklufttank kann nicht überladen werden. Also überladen geht sowieso nicht, weil der Kompressor das nicht kann, aber man hat einfach das Ganze vernünftig geprüft und bei 10 Bar begrenzt. Fertig. Also es geht nicht mehr, das Ganze auch irgendwo, ich sage mal, in einem normalen Rahmen zu halten, ohne dass man irgendwas kaputt macht. Zusammengeschweißt und grau gestrichen, dann haben wir Kreppband drauf gemacht. Mein Freund ist sehr kreativ, also er kann wirklich malen, also er kann Sachen aus seinem Kopf auf Papier bringen, was ich nicht kann. Also alles, was aus Geodreieck und Lineal vorbei ist, kann ich nicht. Er hat halt den Mund und die Augen aufgemalt, dann haben wir das halt dann mit dem Cuttermesser ausgeschnitten und durchgemalt, dass das halt ein handbemalter Mund ist, wie es damals so war an den Bomben. Und im Großen und Ganzen wäre der Traktor sonst vorne sehr leer. Und dann haben wir das von der Größe so gemacht mit dem Kompressor und Dings, dass es halt vorne nicht ganz so gargelig aussieht. Und halt den Hublader so weit wie möglich hintergerückt. Das würde theoretisch auch nicht funktionieren, aber dadurch, dass die Räder so weit gezogen sind, passt es halt zwischen die Räder gerade noch rein, dass er halt allgemein geschoppt und kürzer aussieht. Er ist genauso lang wie der normale Traktor. Es ist identisch von der Länge. Aber sieht halt deutlich kompakter aus, nur dadurch, dass die Räder so weit nach vorne kommen. Also dadurch, dass die Räder größer sind, die sind jetzt 25 cm weiter vorn, was sie durch ihre eigene Größe ausgleichen. Dadurch stimmt die Gesamtproportion wieder. Und mit den großen Vorderrädern zusammen wird es auch wieder stimmig. Und sagen wir, jeder, der Traktorpulling schon mal gesehen hat, der weiß, oh, die Rillenräder vorne, das ist Traktorpulling und das sieht massiv aus, obwohl das nicht ist. Und ja, dann ist das Ding, haben wir das einmal in Blech zusammengebaut. Alles so weit uns gedacht, dass es auch am Ende zu zerlegen und wieder zu lackieren und wieder zusammenzubauen geht. Ja, waren letztes Jahr, also 21. im April, hatten wir das so weit im Groben zusammengebaut gehabt.
Da haben die Huben nicht funktioniert und das war aber alles dran erstmal im blanken Blech. Haben das dann ausprobiert und haben dann nochmal ein Jahr den Traktor wieder zerlegt und alles lackiert. Und dann noch so Lenkrad und halt alles, was noch so, was wirklich technisch anspruchsvolle Sachen waren, noch gemacht. Und davor waren 6 Monate, 7 Monate eigentlich nur Technik restaurieren. Also da war die Schaltkulisse oben, ging nicht. Also da war erstmal Deckel ab, war alles festgerostet. Da waren 3 Liter Öl und 20 Liter Wasser im Getriebe. Das Differential war raus, alle Lager waren raus. Mit der Brechstange oben die Schaltkulisse locker gemacht. Es hat sich kein Rad gedreht, es ging nichts zu lenken. Die Lenkung war festgerostet, alle Büchsen waren fest. War alles, also der war schon mal von einem Komposthaufen gerettet. Also der hatte seine guten Jahre hinter sich. Dann hat mir jemand zurecht gemacht, dass er wieder funktioniert. Und dann war er wieder gehalten. Der war im Grunde schon 2 Mal über den Jordan, bevor wir den in die Hände gekriegt haben. Da war alles dran, kaputt und schlimm. Corona-Zeit, was du bist so außenrum nicht treffen war. Du bist kaum auf Treffen gefahren. Du hattest sowieso nichts mit Autos oder so. Es war nichts los. Die Corona-Zeit war, da haben wir Traktor gebaut. Da haben wir 4 Traktor gebaut. Jetzt lassen wir hier. Ja, wir waren heute zum Testen. Ja, wir waren heute auch zum Testen. Da haben wir dann, okay, wir können uns treffen. Das war negativ, alles super. Es war halt auch eine chaotische Zeit mit Kindern zu Hause, wo du einen Kopf voll hattest. Schule gemacht. Meine Kleine war in der 1. Klasse. Der hat Rechnen und Schreiben zu Hause gelernt. Mein Großer, der hat in der Schule Prüfungen gehabt. Der war von Anfang Dezember bis Mitte April war er da. Er hat alles zu Hause gelernt und alles zu Hause gemacht. Und diese Zeit hat er auch im Kopf ziemlich zugesetzt. Und da war das ein guter Ausgleich, sag ich mal. Da hat man solches Zeug gebaut. Ja, mein Jetta habe ich von einem Freund abgekauft. Der hatte Glück gehabt, hat aus einem VAG-Schulungszentrum, was pleite gegangen ist. Und das Objekt ist lange nicht vermietet worden, ist nachvermietet worden. Und ist, ich glaube 2007 oder 2006 ist das Objekt neu vermietet worden und da stand das Auto noch rum. Hat damals das Auto gekauft mit 1570 Kilometer. Und er hat dann 2010 mit mir Meister gemacht und hat ein bisschen aufräumen wollen und hat mir das Auto verkauft. Dann habe ich lange ein bisschen dran rumgedoktert, bin glaube ich 2015 mal mit roten Nummern damit gefahren und dann stand es wieder rum, bis ich dann im Winter 2018, 2019 mir das ganze Ding mal angenommen habe und habe gesagt, okay, jetzt baust du ihn einfach fertig und habe einfach alles fertig gebaut. Recaro-Sitze reingemacht vorne, weil bloß normales Leder drin war. Wie gesagt, Kardanwelle hat er nicht gehabt, die hat jemand gebraucht. Verteilergetriebe war keins drin, also war kein Synchro-Getriebe drin, war ein Fronttrieblergetriebe drin. Hab dann Hitzeschutztunnel, Verteiler, also in ein kurzes Country-Getriebe eingebaut. Noch so anspruchsvolle Aufgaben gesucht wie Klimaanlage nachrüsten und ABS nachrüsten, was nicht drin war. Und ja, hab 18, 19, Februar 19, glaube ich, war ich soweit. Ich habe im August irgendwann angefangen, das Auto fertig gebaut. Teile waren zum großen Teil da, das Auto soweit zusammengebaut. Und bin dann 19. mit am Wörthersee gewesen, mal übers Wochenende kurz. Zum XS-Wochenende war ich 19. mit am See gewesen. Ja, und bin bis jetzt, brutale, also ich habe es gekauft mit 1700 Schlagmischstuttkilometern, jetzt hat er 6300 Kilometer runter, befindet sich im Originallack. Und ist aber trotz alledem nicht mehr original, weil ich mag zwar Oldtimer, aber ich will nicht trotzdem so, Originale gibt es genug, ich will nicht so haben, wie ich ihn will. Deswegen hat er halt Chromleisten, Chromleistenstoßstangen und auch, wie gesagt, Klimaanlage nachgerüstet, auch wenn sie nicht drin war. Ist für mich schon Oldtimer, also es ist nicht zerbastelt an der Karosserie und halt zur Vollausstattung hochgerüstet, was halt alles original ist. Es war halt nur nicht original drin gewesen. Und ja, alles, was ich im Motorraum in Händen hatte, habe ich poliert oder verchromt. Ansonsten alles anderes Original. Die Kotflügeln waren nie ab. Ansonsten ist es halt komplett im Original lag. Hat sicherlich einige Macken. Also da stand halt lange rum, wo viele, viele Leute außen rumgelaufen sind.
Und er hat einige Dellen gehabt, auch an der Türe, an der Fahrertür nicht böse, aber wie gesagt, der Lack ist nicht toll, aber ist halt zu 100% original. Da war. Da ist richtig Orange drauf, genau. Das war, wann war das? 2010 habe ich das Auto angeschaut. Da war der Wachs aus der Beifahrertür rausgelaufen und war der komplette Spalt zwischen Schwelle und Tür war zu. Da habe ich seit 20 Jahren das erste Mal wieder die Beifahrertür aufgemacht. Das ist dieses Wachs einfach abgerissen. Das war auf 15 cm, war das komplett ein Stück Wachs. Und das ist auch jetzt noch so, dass er stand in der Sonne, dass man vorne Wachsspuren auf der Stoßstange hat, dass einfach aus dem Kotflügel vorne, aus der Kotflügelspitze das Wachs rausläuft. Ich hatte die Plasterradhäuser hatte ich rausgehabt, die sind auch mit verchromten Schrauben festgemacht, weil ich Bremsenkühlung nach, ich habe große Bremse reingebaut vom G60 und der Synchro hat immer große Lippe, habe Bremsenkühlung vom 16V nachgerüstet und da ist an die Kotflügelschrauben oben der Wachstropfen von Hohlraum fliegt und da ist halt kalt geworden und da stehen geblieben. Ja, das ist allgemein halt von dem Jetta mit dünnen Stoßstangen als Synchro in dem 88er Modell gibt es, also ich habe irgendwo im Internet mal gelesen, dass er glaube ich bis 16 Stück dünne Stoßstange, Schiebedach, also ja, gebaut hätten, dann hat halt im Vergleich zu vielen Synchros eine Sonderfarbe, weil Stratos-Blau war egal, das gab es in keiner Modelle, nicht mal auf dem GT, das war immer Sonderzubehör, das musste immer dazu gebucht werden. Das war halt was, wo ich sage, das war, Farbe ist gut. Meine Karosse, die ich für meinen Golf bekommen hatte, hatte damals auch, die war auch Stratos-Blau und das, die Farbe fand ich ziemlich cool. Und das war eigentlich so der Grund, dass die Farbe war super. Es war ein Synchro. Das ist die seltenste Modellreihe überhaupt in der Zweierriege. Also selbst der Rallye Golf haben sie 5000 Stück gebaut in Synchro Jettas. Ich glaube 1500 oder 1200, die es überhaupt insgesamt gibt in den 3 Jahren, die sie die angeboten haben. Und der Jetta war damals das ungeliebte Kind, den wollte keiner und als Allradler hat ihn niemand gebraucht. Das in Österreich sieht man ab und zu mal noch, aber ansonsten. Ich kenne 2, die noch einen haben, aber ich glaube 2008 waren 36 Stück in Deutschland zugelassen. In ganz Deutschland beim KBA-Amt. Schon mal irgendwo mal was ausgedruckt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt mit meinen Ausführungen. Wenn euch das gefallen hat, meine kleine Sammlung oder den ganzen Schrott, den ich hier auf dem Haufen habe, Kanal abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne dazu in die Kommentare schreiben, ob euch irgendwas noch mehr interessiert oder auch nicht oder ob es euch überhaupt nicht interessiert. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentare schreiben. Wisst Bescheid. Ciao.